auf, immer in Schwimmmodus zu gehen. Im See kann man auch noch Slaps machen. So, sieht doch schön aus jetzt. Ja. Sollen wir noch irgendwie Eisenerz mit reinbauen, dass es so leuchtet? Können wir. Ich habe drei Stück. Ich habe auch noch welche, aber wohin? So vielleicht. Ja. Und hier vielleicht noch. Kohle haben wir da oben, das passt schon. Mhm. Und vielleicht kann man noch hier ein Eisen hinmachen. Ja, ja, das sieht doch gut aus. So. Sollen wir überhaupt noch Cobblestone in die Wände machen? Eigentlich reicht es schon so, denke ich. Ja, ich würde es nämlich auch lassen. Das macht eher das Messe kaputt, weil das so anders aussieht. Das ist eigentlich cool so. Ja. Das ist nur die Frage, wir müssen hier das Wasser irgendwie rauskriegen oder wir machen quasi so einen Tunnel, dass es hier unten. Ja, das würde auch gehen. Ja. Soll der dann hier rausgehen zum Beispiel? Also hier. So. Ja, ich weiß nicht, ich würde von außen gucken. Ja, der kann ja dann unterirdisch machen. Ja, ich würde den vielleicht hier so. Ja. Ja, genau. Wobei wir müssen auch noch bedenken, dass hier eine Treppe hoch soll. Ja, aber das geht. Ja, gut. Wir können ja mal den Wassereimer hier hinsetzen. Wo soll der dann rauskommen? Quasi aus dem Berg auch. Ich guck mir das mal an. Mhm. Weil wie cool wär's denn, wenn diese Treppe hinter dem Wasserfall entlang ginge? Oha, das wäre was. Weil die soll ja in den Berg reingehauen werden. Ja. Denke ich mal. Wenn wir das jetzt hier aus der glatten Seite rauskommen lassen, dann könnte man die Treppe hinterm Wasserfall entlang machen. Hast du noch Magma-Blöcke? Ja. Ich würde nämlich noch einen, weil wenn du hier ganz vorne stehst, sieht man die kaum. Deswegen würde ich vielleicht noch einen hier hin machen zum Beispiel. So. Oder ja. Soll das nicht so sein, dass der von der Seite sichtbar ist? Doch, das geht eigentlich. Ja, denke ich nämlich auch. Die Frage ist, ob wir den überhaupt quasi diese Quelle verbinden mit dem See. Weil eigentlich ist das egal. Ja, eigentlich ist es wirklich egal. Und eigentlich könnten wir die Quelle auch von hier oben rauskommen lassen, über uns. Oh ja. Weil dann kann hier der Weg lang gehen und dann könnten wir da schön hinterm Wasserfall lang. Heißt, vielleicht. Ich gehe mal da hoch. Ja, ich komme auch mit. Ja. Die könnten wir hier sogar einfach rauskommen lassen. Oder hier? Mal sehen. Da unten muss man es noch etwas anpassen. Ja, aber ansonsten. Ja. Oh, hier ist ein dritter Frosch. Oder? Das, nee, doch nicht. Das war der Zaun. Ups. Okay, man müsste das Wasser nochmal wegnehmen. Ja, kann ich machen. Dann mache ich hier einfach eine Schneise. Aber mach vielleicht so eine Kurve rein, oder? Von mir in der Sicht aus gesehen nach links, so ein bisschen diagonal. Nicht, dass es so gerade geht, sonst sieht es so künstlich angelegt aus. Ja, aber warum sollte da eine Biegung drin sein? Man könnte es hier noch ein bisschen verbreitern oder so. Oh, jetzt ist eine Wolke davor, jetzt sehe ich es nicht. Jetzt sehe ich es wieder.
Kann ich das Wasser schon hinsetzen? Eigentlich. Ja, so hätte ich es gemacht. Vielleicht da noch einen hin, wo du gerade einen hingesetzt hast. Ich habe keine mehr. Oh. Das ist Schneeblöcke. Ja. Okay, ich setz mal hin. Mhm. Toll. Wir müssen hier unten auch noch Quellen reinsetzen, dann geht's. Ja. Sogar hier in die Ecke noch welche. Aber ja, das reicht. Ja. Ja, doch, so finde ich das gut. Ja. Soll man dann hier so eine Brücke bauen aus Slabs oder läuft man hier eh nie lang? Eigentlich könnte man es machen. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier eine machen sollten. Was? Ach so, ja stimmt, das sind Quellblöcke. Oder wir bauen hier in den Boden auch noch so einen Leuchtblock ein. Wie heißt die nochmal? Seelaternen. Genau. Soll ich eine holen mal? Wir müssen eh schlafen. Aber guck mal, also ich weiß nicht, ob das zu groß wird. Aber der Weg kommt von hier. Theoretisch könnte man auch eine Brücke von hier rüber bauen. Halt keine zu große. Ja, so eine kleine. Bis nach hier drüben. Also hier irgendwo ans Ufer. Mhm. Und dann kann hier der Weg weitergehen und dann kommt man hier irgendwie da hinter dem Wasserfall entlang. Ja. Ja. Oder man macht den Weg quasi hier entlang. So. Dann geht er hier rüber. Dann geht er hier irgendwie hoch. Macht dann so ein Schlenker, wobei... Ich glaube, das ist übertrieben. Weil wir müssen ja oben quasi rechts rauskommen. Ja. Dann würde man zweimal den Wasserfall passieren. Naja. Ja, jetzt erstmal schlafen. Ja. Aua. Alter, die Performance hier. Ja, es ist grauenhaft. Ich habe immer noch die Kannenpflanzenkapsel. Ja, pflanz die jetzt. Ja, wollte ich gerade sagen. Hast du noch Schneeblöcke? Drei. Na, wobei, wir können auch Grasblöcke, keine Grasblöcke mehr. Toll. Nee, die habe ich alle an den Vulkan gebaut. Hast du die schon gepflanzt oder lohnt es sich noch, dass ich hochfliege? Nö, nee, man kann ja auch zu mir schneiden einfach. Aha. Aber so eigentlich will ich trotzdem ist jetzt sehen. Ja gut, jetzt habe ich sie schon hingesetzt. Ja, das ist ja egal. Ich meine eher, ich will die Blumen generell sehen. Ach so. Ich glaube, ich habe sie kaputt gemacht. Toll. Und jetzt habe ich kein Knochenmehl mehr. Egal, dann wächst sie halt hier. Bis wir das nächste Mal hochgehen. Bis wir das nächste Mal hochgehen, ist da eh wieder eine fertig. Ja. Was ist denn in dem See als Boden drin? Schnee und Eis. Weil dann würde ich hier den Boden nämlich eigentlich auch gerne durch Schnee ersetzen. Ja. Ja, hab ich noch. Oh, ein Smaragd.
prinzipiell diese so eine Brücke hier gar nicht schlecht fände. Da könnte ich eigentlich mal. Haben wir Schnee im Lager? Wobei ich habe auch noch Schnee im Inventar. Boah, bestimmt haben wir Schnee, aber weiß nicht wie viel. Ich schau mal. Wo gäbe es denn Schnee, wenn wir Kisten... Ach ja, Schnee. Oh ja. 29 Schneeblöcke. Eis haben wir ja auch. Was brauchst du? Holz. Ah. Gutes Holz. Soll das Fichtenholz werden, weil das ja im Schneebiom ist? Oh ja. Oh, ich habe noch Tropfsteine für die Höhle, aber die würde ich einfach weglassen. Ja, denke ich auch. Ja, so sieht es doch gut aus. Soll man in die Höhle auch Schnee und Eis einbauen? Nee, oder? Würde ich nicht. Da sind ja auch lauter Steinslabs drin. Okay. Boah, das ist alles Schnee. Naja. Oh, ich habe genau so viele hier rausgekriegt. Ach, aus einem Schneeblock kriegt man wahrscheinlich 4 Bälle raus. Ja, wahrscheinlich. Wobei, ich glaube, ich hatte noch, oder? Nee, ich hatte keine mehr. Ist ja auch egal. Wobei, eigentlich muss hier noch eine Schicht weg. Ey, ich brauch die. Die sind abgezählt. Ja, die kann ich gleich wieder haben. Ich wollte nur die Kohle haben. Okay. Nein. Eine Rakete verschwendet. So. Hätte auch noch ein paar Schneeblöcke, wenn du brauchst. Nee, nee, die sind abgezählt. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich noch Schneebälle im Inventar hatte. Oha. Ich hab die auf jeden Fall alle hingeschmissen. Ich glaube, du hattest noch welche. Das kann gut sein. Ziemlich viele. Wobei, es sind auch einige Blöcke. Ja, es geht zumindest mal genau auf. Dieser Baum hier muss wahrscheinlich weichen, oder? Ich weiß nicht, von wo der Weg nachher kommt. Direkt von hier. Ich würde sagen, der Weg geht direkt hier lang und dann hier hoch. So. Gerade? Fast gerade. Also hier dann könnte auch neben dem Baum vorbeifahren. So, und dann hier runter. Und der Baum hier muss wahrscheinlich auch weichen dann. Also man könnte den hier knapp neben dem Baum vorbeifahren, theoretisch. Und wie breit wird der? 2 oder 3? Ich würde nur 2 machen wahrscheinlich. Ich wollte auch eigentlich fragen, 1 oder 2? Ja, so ich würde aber 2 schon. Ich würde 2 machen. Ja. Wobei,
Soll es nur ein Trampelpfad werden oder so mit Cobblestone? Oh, dämlicher. Dämliches, blödes, elendes Lawinengedöns. Ah. Tja, muss Lederschuhe anziehen. Ich bin richtig weit unten, Alter. Ja. Ich hasse die. Zum Glück habe ich Schneeblöcke dabei. Kannst du es reparieren? Hm. Ah doch, es ging genau auf. Einen Schneeblock hatte ich übrig, du hast mir einen zu viel gegeben. Bau mal hier noch einen hin. Oh, ja. Und hier. Das ist mein letzter. Ja, die Brücke, die muss hier irgendwo anfangen. Hier wird in der Mitte ein Weg und rechts, links eine Umrandung. Könnte man machen. Hätte ich nämlich so gesagt, dann kann man hier auf dieser kleinen Ebene so den Übergang machen von 2 breit zu 1 breit. Ja. Dann kommt man hier raus. Ja, doch, das ist gut. Dann brauchen wir nur noch einen Weg da nach oben. Mhm. Meinst du, es würde Sinn machen, das Eis hier, wo das Wasser drüber fließt, abzureißen, dass es früher schon in den See reingeht? Ja. Ich weiß nur nicht, ob das wieder zufriert. Ja, da kann man ja noch... Wenn man schon das Wasser eigentlich nochmal wegmachen. Da kann man ja noch ein... wie heißt es denn? Seelaterne. Ja, genau. Noch eine Seelaterne hin. Ach so. Na, dann geht's. War hier vielleicht sogar so. Und da machen wir den hier noch weg. Direkt. Ich würde sie eins weiter runtersetzen, weil das Wasser, was nachher drüber fließt, ist flacher. Ja, stimmt. Da hast du recht. Klar. Ach, warte, das hier sind ja alles Quellblöcke. Da muss man die ja auch wegmachen. Ja, die muss ich auch wegmachen. So dann quasi, hätte ich jetzt mal gesagt. Vielleicht muss der hier auch noch weg. Ja, muss. Verdammt, es war einer zu viel. Ich hab vergessen, wie schnell die Spitzhacke ist. Ja. Bei Eis. So. Was hältst du von dem Bogen? Ja, der ist gut. Da mache ich jetzt noch Ränder dran. Nur die Frage, ich würde die Ränder gern mit Zäunen machen. Sollen wir mal schlafen? Ist voll dunkel. Ja, okay. Ich habe auch ein Bett dabei. Ich schlafe im Flussbett. Dann schlafe ich in zwei Betten gleichzeitig. Oha. Mhm. Das schaffst du auch ohne Flussbett.